In der letzten Episode, je besser die Baupläne werden, umso mehr Prozente bekommst du. Also bekommst du nicht für jeden 1% obendrauf, sondern am Ende sind das, glaube ich, dann 15% oder so. Ah, wir haben einen Bauplan, sehr schön. Feuerfest, echt? Das ist tatsächlich ein 1 auch nur, okay? Weil wir haben nämlich den 2er, das ist auch cool. Da könntest du 3% könntest du Feuerwiderstand drauf machen. So, meine Gute. So, dann nehmen wir feuerfeste Jacke. Zu wenig Ressourcen. Wieso? Was braucht man dafür? Nee, nicht feuerfeste. Ah doch, die feuerfeste. Ah, da musst du die erst drauf machen, genau. Ja, genau. Du kannst halt immer nur eine Fertigkeit drauf haben, also das fliegt halt wieder runter. Okay. Dann können wir das jetzt drauf geben. Wie plus 1%? War das nicht plus 2%? Moment, wir legen das mal an. Okay. Ja, das ist nur toll. Aber ich muss erst den 1er, den 1 Krone erst vorher drauf machen, der plus 1% hat. Und dann kann ich den grünen mit plus 2%. Wie logisch ist das denn? Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei Generation Zero in der Folge 57 im Guerilla-Modus. Dies ist Sandbuch. Ein Bauernhof. In der Nacht. Ja, mitten in der Nacht. Und ja. Wir versuchen heute mal, in die Fluchtburg zu kommen, die uns Onkel Calais, weiß nicht, warum der Calais heißt, muss ein Franzose sein. Aber vielleicht kann man sich erstmal hier rumkriegen. Na, das war's. Das sind zwei, okay. Zwei rote Punkte. Oh, neben das Auto ist vielleicht nicht so gut. Da hat er nur das Haus getroffen. Hm? Aber wir haben hier die Pump-Action drauf. Okay. Nur, dass man das weiß. Da drüben ist giftig. Okay. Okay, da hat einer durchs Haus geschossen. Gut, jetzt ist hier auch giftig. Ja, hallo? Ja, das dauert immer. Das sieht dann so aus, als wäre da nichts. Ja, man bekommt mit der Pump-Action doch eine ganze Ecke weit. So, das war's. Wir haben sie besiegt. Sie gehen auch wieder. Wie bitte was? Gut, wir haben den Kampf gewonnen. Sie sind geflohen. Sie sind aus dem Kampf geflohen. Das ist uns nicht das erste Mal passiert. Interesting. Ja, dann weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, was es mit diesem fliehenden Huntern auf sich hat. Da muss ich wohl doch ein Ticket aufmachen. Verdammt. Ich hatte gedacht, es wäre nur eine vereinzelte Geschichte, aber ist es nicht. Ich meine, es ist ja schon nervig, wenn du sie komplett besiegst und sie fliegen dann weg. Okay. Aber dass sie vorher verschwinden, das ist wahrscheinlich ihr Bugfix, den sie dann eingeführt haben. Und ich weiß nicht, wieso das so ist. Ja, die Konsolenleute, die werden sich freuen, weil vielleicht haben sie im August das Update. Sie haben jetzt letztens geschrieben, es sieht so aus, als würden sie das schaffen. Und ja, die Updates kommen ja vorzugsweise am Ende des Monats raus. Damit sie dann sagen können, naja, wieso? Ihr habt das doch am 31. August bekommen. Das ist doch ein August-Update. Ich verstehe euer Problem nicht. Naja, gut. So, was sollten wir hier eigentlich machen? Das ist die beste aller Fragen. Fluchtburg? Hallo? Finde die Fluchtburg. Ja. Da haben wir sie schon. Sie wird uns ja schon angezeigt. 2 von 2. Ah ja, sehr schön. Hier mitten im Nirgendwo gab es 2 Missionen, die haben wir schon gefunden. Hm. Ich erinnere mich nicht, aber gut. Ja.
Der nächste Unterschlupf ist natürlich tonnenweise weg. Ah, der Ochse da drüben. Hm. Ja, die Rivalengeschichte. Ihr seht ja auch auf dem Flughafen. Und um den Flughafen sind viele Rivalen. Oh, schön. Der ist auch schon auf Level. Huch, das ist aber sehr, sehr weit oben. Das Zeichen ist lustigerweise unten. Ah ja, da drüben brennt es auf dem Feld. Das, was sie da eingeführt haben. In das Ackerland. Ah, es ist, als hätten sie hier Verdun nochmal nachgespielt. Ein Prototyp, okay. Die Fluchtburg ist anscheinend auch ein Unterschlupf. Ja, das wird sicherlich. Jag minns när jag och min bästa vän Bodil spenderade timmar med att förbereda inför världens undergång. Vi visste att regeringen hade något i görningen. Vi hörde viskningar om ett hemligt vapenprogram. Sammle Material um eine was? Explosion, wie du was? Vertraue niemals jemanden. Wie haben wir die abgeschlossen? Nö, aber nicht. Begib dich zum Haus der alten Bodil. Ach, das ist eine Frau. In Overbytorp. Onkel Kall hat dir erzählt, dass eine Freundin und Gesinnungsgenossin von ihm ein Haus in Overbytorp hatte, nur einen Steinwurf östlich von der Fluchtburg. Er nannte sie seine alte Bodil. Die beiden verbrachten eine Menge Zeit zusammen, redeten über außerirdische Militärverschwörung oder Vertuschungsaktionen der Regierung und interpretierten Nachrichten so, dass sie zu ihrem Weltbild passten. Kall hat auch erwähnt, dass Bodil Krisenvorsorge betrieb und gut im Nähen war, besonders wenn es darum ging, Kleidung widerstandsfähiger zu machen. Nur falls mal etwa alles vor die Hunde geht, wie sie zu sagen pflegte. Vielleicht findest du dort Pläne und Materialien, um auch etwas für dich selbst, aber auch für dich. Ich vorstellte mir Apokalypsen, so war alltid jag mot regeringen, inte jag och ett gäng tonåringar mot wandrande Panzerwagner von Ytterrymden. Aber auch für die Bewohner der Fluchtburg anzufertigen. Wie ist denn das eigentlich? Gehen wir ins Inventar. Haben wir hier irgendwie hier drunter dieses Funkgerät? Können wir das irgendwie rausschmeißen oder so? Ich hasse Verschwörungstheoretiker. Durchsuche die Tunnels unter der Fluchtburg. Fluchtburg. Ja. Ah ja, das sind dann die Wege, die haben sie jetzt hier fertig gemacht, okay. Das ist ja schon lustig. Das heißt, sie hatten schon begonnen mit den Umbaumaßnahmen, teilweise. Und haben dann das so released. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt Absicht war oder aus Versehen, keine Ahnung. Im Falle des aus Versehen würde ich ja... Ah ja, jetzt noch Nähstation und so weiter, ja. Easy. Fluchtburg Mulvadsberget. Oder Berge, ich weiß gar nicht, wie die Schweden das aussprechen. Berget sagen oder wahrscheinlich Baguette. Naja, Holz haben sie genug. Gut. Wieder viel Licht und viel Dunkel. Naja. Interesting. In Anführungsstrichen, okay. Gibt's denn hier? Sonst war hier nichts, oder? Das war ja nur die. Ah, es ist ein Camp. Die Mission haben wir schon. Zwei Waffen und ein Sammelgegenstand, okay. Da unten geht's rein. Ah ja, gut. Ja, haben wir auch Gerüste aufgebaut. Bitte, hallo. Noch Paletten gehabt. Und man kommt drüber ohne zu springen. Huiuiui. Ja, ich suche bevorzugt hier natürlich Dinge, die uns weiterhelfen. Aber hier scheint gar nichts zu sein. Okay. Ja, gehen wir mal rein. Sind ja eh schon nass bis auf die Knochen. Ah ja, die Stationen sind hier schon sehr schön.
Ah, das ist schon der Unterschlupf. Schaufel. Ja, für die Brocken, da kommst du mit der Schaufel aber nicht sehr weit. So, haben wir hier irgendwas einzulagern? Ein bisschen Aluminium. Alle Ressourcen ablagern. Na gut, ein bisschen Platz haben wir noch. Wir haben ja auch ein bisschen was verbraucht. Ja, ja, schon. Die Plündra ist wieder voll. Ist das nicht schön? Brauchen wir irgendwas? Wir können ja mal ein paar Medikits mitnehmen. Und zwei hiervon. Na ja, gut. Na komm. Okay. Ja. Ich werde jetzt mal diese... Die Vollmantel... Schmeiß die raus. Verdammt. Es ist einfach zu viel. Zu viel Zeug. Achso, den einen Hammer kann man mal einmodden. Ja, natürlich. Dann haben wir hier noch was. Warte mal, die Kiste haben wir doch bei uns dabei. Halt. Ja, genau. Da haben wir doch schon ein Magazin drauf. Weil hier... Ne, hier war nämlich ein Kiste-Magazin. Hier. Ein grünes. Und ich denke... sieht man das? Wenn ich draufklicke, wir haben ein grünes drauf. Ja, dann brauche ich das ja nicht nochmal. Das ist ja klar. Zweifach Zielpunktoptik in grün. Wir haben noch eine im in der Plündra. Da muss ich das jetzt nicht auch noch aufheben. Ja, mehr ist erstmal nicht zu recyceln. Wie voll ist die Plündra jetzt? Ja, die ganze Munition, das ist natürlich der Hammer. Okay, hier kommst du anscheinend nur rein, wenn du den Skill hast. Sprich mit der Überlebte, die sich in den Tunnels versteckt. Naja, ist das die Bodil oder was? Nee. Na, men, en person. Jag har inte pratat med någon på ett tag. Vad gör jag nu? Borde jag skaka din hand eller? Okej, okay, jag märker att du är en sån där tystlåten typ. Jag heter Veronica Nilsson. Jag är, eller var, en ingenjör. Numera är jag en mullvadsmänniska som bor i de här tunnlarna. Aha. Ein Maulwurf, echt? Ein geschwätziger Maulwurf. Muss man ja dazu sagen. Hier ist anscheinend kalt, aber wenn ich so Gummistiefel anziehe, da würde mich das auch nicht wirklich wundern. Im Winter. Mhm. War der ein Überlebender in Tunnlarna under fortet? Oh, stackars Flicka, helt ensam där ute. Hur som helst. Ja, hon kommer snart att märka att hon kan räkna med farbror Kalle. Ännu en anledning att göra stället lättare att försvara. Aha. Sicherheit. Kann sie behalten, wir haben genug. Disketten? Ah ja. Mit Hammer und Säge war sie schon unterwegs? Sprühdose, naja. Abgesperrt. Und nur? Was ist nun wieder? Das Thema, sammle Materialien, um die Fluchtburg zu befestigen. Och nö, ist das wieder so eine Mission? Och nö. Nicht schon wieder. Oh. Also wenn das so eine Mission ist, wo du wieder hier verteidigen musst, dann sage ich nur Arrivederci, Roma. Da habe ich wirklich keine Lust drauf. Da hatte ich genug Spaß, in Anführungsstrichen, auf der Himfjell-Insel mit der Mission. Da verzichte ich gerne drauf. Sammle Material. Was für Material soll ich denn sammeln? Das steht doch gar nicht da. Sammle Material. Ja. Kann ich ja eigentlich hier mal unten in die Recycling-Station reingucken. Ich will hier nicht so dappige Befestigungsmission haben. Wenn ich Open World habe, brauche ich doch keine Befestigungsmission. Warte mal, irgendwas wird ja da drüben angezeigt. Vielleicht sind die Dinger da drüben. Der Donnerschlag hat noch nicht mitgekriegt, dass wir hier eigentlich schon durch sind. Mit dem Gewitter.
mitten auf dem Feld. Ja, natürlich. Bei dem Ochsen. Mhm. Ah. Okay. Wir versuchen mal zur ersten Station mit dem Fahrrad zu kommen. So. Gib mir mal, jetzt was wir haben, das Rote. Ja. So, wo muss man lang? Da drüben irgendwo. Mal Licht an. Hervorragend. Komm, da unten ist der Weg. Hallo? Du darfst gerne eine Kurve fahren. Macht sie nicht so gern. Wenn sie schon gerade Gas gibt, dann will sie eigentlich eher geradeaus fahren. Ein bisschen vorankommen hier, ganz ehrlich. Sieht man schon, was da ist? Viel Licht auf jeden Fall und Gezuppel. Natürlich. Da steht ein LKW, okay. Und wieso höre ich auch von links einen Tank? Dass es übrigens so extrem hell ist da drüben. Weil da einer steht. Außerdem haben wir noch Hunter hier. Und da drüben auch noch den Tank. Die Tanks, natürlich. Wir sollen einen Panzer ranschaffen. Das heißt, du musst erstmal all das hier besiegen, oder? Sind wir aber beschäftigt, würde ich mal sagen. Und das sind dann die Runner, die ich gehört habe, okay? Perfektionismus im Kampf Stufe 1 abgeschlossen. Echt? Wo ist die Maus? Perfektionismus im Kampf. Wo war das? Hier. Drei Runner der Prototypenklasse zerstören, ohne entdeckt zu werden. Gut, ich dachte, das hätten wir schon gehabt. Aber hey. Was ist da hinten? Der Ochse. Und das war nicht die Run, die ich gehört habe. Okay. Ja, geflohen, natürlich, klar. Hm. Wir sind definitiv woanders jetzt. Oh, wie schön das raucht. Nee, eigentlich nichts. Wobei die Lindenlauf. Oh, hallo. Schön, dass ihr so leise seid. Die Hunter sind leise geworden. Hm, das finde ich super. Das macht schon extrem viel Laune. Sie verschwinden. Wahrscheinlich sind jetzt die aufgetaucht jetzt. Ja, ich sehe schon, die haben das Spiel auf jeden Fall verbessert. Entschuldigung, aber das ist ja saudämlich. Ja, ich gehe einfach.
als wäre da die halbe Welt unterwegs, oder was? Es ist mir so egal. Ja, sammel Materialien. Ich hasse Lichter, die nicht ausgehen. Sonst ist hier nichts. Da hinten ist auf jeden Fall noch ein Tank. Hallo, hier drüben bin ich. Hört ihr mich laufen? Komm, hoch, hoch, hoch. Es ist vor lauter Bäumen nichts. Okay, hier ist es schon mal los. Ja, lad noch nach. Hast du jetzt nachgeladen? Ah ja. Hat sie noch, gut. Hm. 32 Punkte, eieiei. Das war schon besser. Steht hier einer? Anscheinend steht hier einer direkt davor, oder was? Hallo? Laufen bitte. Gut. Dann lad halt jetzt nach. Uns hoch. Ja, irgendwann können wir auch mal die Rivalen angehen. Wir haben uns dann hoch gescheitert. Mal gucken, wer da steht. Ja. Ich bin verwirrt. Was mache ich denn? Ich stelle mich dahinter. Ich bin nicht ein Hunter, ich bin ein Verstecker. Was, wo? Ach, na, das ist ja wunderschön. Ein Körper. Meine Güte, solltest du nur ins Wasser machen. Hast du nachgeladen? Hast du nicht. Gut. Ah, wir scheitern uns in größeren Schritten inzwischen hoch. Wen interessiert's, ganz ehrlich? Hi. Kommen Sie jetzt auch hierher. Nee, das ist der Falsche.
Schön. Ah ja. Nee, das war es natürlich noch nicht. Genau. So geht man hoch. Wir kennen das nicht. Also wir waren nicht auch schon im Gelände. Und ist genau so die Felsen gelaufen, auf jeden Fall. Ja, die Fluchtburg. Ah, da ist ein Harvest auf der Straße. Das kann es ja geben, der Rest brauchen wir nicht. Okay, er geht auch weiter. Gut. Alles klar. Das braucht man nicht. Sagt der Mond. Ah, er sagt, bald wird's hell. Dann sieht man auch was und stochert nicht nur im Dunkeln herum und hofft, dass man die Maschinen sieht. Gut. Das heißt, haben wir da jetzt frei oder sind da jetzt neue Maschinen? Ja, das ist jetzt erst nur die erste Stelle. Das Feld raucht. Oder es dampft. Ja, es ist wahrscheinlich etwas warm heute Nacht. Ja, die zwei Riesen sind noch da. Ah ja, den haben wir schon von weiter erwischt. Da habe ich einen Suchscheinwerfer wieder. Ah ja, das Fahrrad. Da können wir wieder schneller fahren, hm? Wir versuchen das einfach mal. Ah, da ist irgendwas auf dem Feld links. Naja. Man ist hier halt nicht allein. Naja, die Runner sind schon despawned. Hallo, du kannst gern runtergehen. Hä? Ah, wunderschönen Ticks. Da drin wahrscheinlich. Hm. Aber wir brauchen ja nur ein paar Baumstämme hier. Ich hälsade nyinflyttade till Mulvardstaden. Detta är Veronica. Ni kommer dela rum, så det låter som kompisar. Hur många är ni? Jag heter... Jag vet inte. Just nu letar jag efter överlevande från en sammandrabbning vid mitt förra läger, men ja, det ser inte lovande ut. Jag beklagar. Jag har också förlorat många. Om du hittar dina vänner så finns det gott om plats för dem här, okej? Halt mal Licht aus. Draußen ist hell genug. Okay, der eine steht da drüben. Sonst nur noch Panzer hier, okay. Oder Tanks. Naja, nur noch ein. Nicht getroffen. Ist halt ein Zappelminister, was willst du da machen? Ja, kannst du aber stehen bleiben, Junge. Was ist denn das? Der Tank auch schon rot? Scheint. Ja.
Wir haben noch 6 Punkte. Spawnt hier. Gut. Oh, da lädt er gleich eine halbe Stunde. Ist ja der Hammer. Finde ich ja richtig gut. Ich bin froh, dass das funktioniert. Es ist schon echt gut umgesetzt. Ja, es funktioniert einfach nicht. Ich weiß auch nicht, warum das nicht funktioniert. Sie geht nicht in die Hocke, sie geht nicht... Ah, jetzt! Oh ja, ah, oh. Nee, nicht da vorne. Hier hoch? Vielleicht verschwunden. Oh ja, guck mal, Sternschnuppen, kann man sich was wünschen. Ja, er hat die Laterne getroffen. Und es ist immer noch Licht. Ist doch nicht schön. Da unten steht er irgendwo, okay. Ja, jetzt geht's wieder nicht in die Hocke. Ach, das ist echt ein Kreuz. Jetzt muss man wieder den Tank suchen. Da kommt er. Gut. Die Sternschnuppen sind gelandet. Gut, wie sieht es denn mit der Bewaffnung aus? Hallo, Sturmgewehr, wie viel haben wir da? 1800, dann nehmen wir das. Ach so, mir hat übrigens jemand gesagt, ich habe mal nachgefragt, bezüglich der, ich muss mich da umgewöhnen wahrscheinlich, um da halt schnell ins Inventar zu kommen. Und zwar haben die auf X das Inventar gemappt. Das heißt, Tastaturbelegung. Das Inventar. Ach, das ist Sichtmodi schalten. Ja, das ist natürlich dämlich. Ja, wie komme ich da in das Sichtmodi schalten? Muss ich dann auf eine andere Taste. Dann habe ich C. Das habe ich auf C. Da kann ich jetzt, glaube ich, in Emotes machen. Ah, sehr gut. Dann machen wir das so. Halt. Tastenbelegung. Inventar auf X. Toll. Sichtmodi umschalten C. Toll. Wo sind denn die? Da habe ich in Emotes. Kann ich das irgendwo umschalten? Oder wie ist das hier? Ah ja, hier. Dann nehmen wir mal das P. Wie die wird verwendet? Menü öffnen? Was? Was ist mit O? O, tatsächlich. Gut, dann ist das mal weg. Sichtmodi auf 10, Inventar auf X. Weil dann ist es nämlich so, dass man wohl auf X geht. Dann irgendwie C, dass man halt rüber wackelt. Dann wählt es halt die Waffe aus. Zum Beispiel die hier. Und sagst dann E, weil du dann auf die 1 nämlich das machst und gehst wieder raus. Und das war's dann. Also nee, wie war das? Nochmal. X, C, Waffe auswählen. Klick, klick, klick. Wenn das funktionieren würde, es funktioniert nicht. Und E. Und dann ist sie drauf. Okay. Das ist dann nämlich etwas schneller. Das heißt, man muss die
die Scharfschützenwaffe dann einfach auf 2 legen. Das ist ein guter Tipp. Ich habe mich nämlich eigentlich gemeldet, dass ich halt gesagt habe, hier, das ist viel zu umständlich. Und dann haben sie mir den Tipp gegeben. So. Jetzt ist der Tank natürlich wieder abgehauen, das ist ja klar. Die hat gedacht, das war's. Das letzte Leben. Was haben wir eigentlich drauf? VMs. Okay, dann wechseln wir die mal. Gehen wir auf die Panzerbrechenden. Auch genug dabei. Man wird ja auch leichter. Wir stehen hinterm Baum. Das war dann doch relativ nah. Gott. Der ist immer schnell wieder abreagiert. Das ist echt erstaunlich. Ist halt sehr, sehr unpräzise, alter Schwede. Es wird auf gelb, echt. Oh, das ging nochmal gut. Ja, jetzt bin ich nicht mehr da, Junge. So sicher ist halt ein Baum dann doch nicht. Ja, ich muss mich echt umgewöhnen, die Tastenbelegung zu ändern. Ja, er steht halt dämlich hinter den Bäumen. Und er kommt halt auch nicht näher. Penner. Ich finde das eigentlich auch so schön, wie sie einfach immer... Achso, ist andersrum? Ja, natürlich. Diese Missionen haben... Das ist so typisch in Spielen. Oh, ich sitze hier unten, mach du alles. Wie, der ist jetzt da, oder was? Tja. Es kann sich nur um Stunden handeln, wieder mal. Irgendwas hat gezuppelt, okay. Man hat es leider nicht gesehen. Er ist auch schon sehr weit weg, auf jeden Fall. Okay, da hat er wohl noch seine Panzerung.
Namen? Oh, ich schar hier. Gut. Hätten wir das. Die nehmen wir mal. Ne, die nehmen wir nicht. Die nehmen wir Rauchgeschosse. Naja, kann er behalten. Nicht wirklich interessant. Gott, irgendwo steht da noch der zweite Tank. Was ist das für ein Licht? Das ist auch ein Tank, aber der ist schon perdu. Bombenkrater hier. Hilfe. Ah, der Mond. So langsam geht's in die richtige Richtung. Schon Hilfe. Ach so, das waren wir mit den... Ne, waren wir das mit dem Runner? Ich weiß gar nicht. Ich nehme jetzt nicht noch mehr Vollmantel. Wir haben über 1000 Stück in der... Beziehungsweise wir können eigentlich mal ein paar kleine Medikits nehmen. Da haben wir jetzt nur noch... 38. Naja, nur noch. In Anführungsstrichen. Ja, da vorne steht der andere Tank. Das da oben ist, glaube ich, kein Tank. Also es ist immer noch der, okay, der gefallene Tank. Was ist das? Panzerplatten, okay. Gut, in der nächsten Folge versuchen wir uns an Material Nummer 3. Wir haben jetzt Baumstämme, Panzerplatten und ich weiß gar nicht, was die Steigerungsform davon ist. Wahrscheinlich Kleber. Ja, das machen wir dann nächsten. Danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut.